sechswöchige Wettkampfpause ist vorbei. Heute startete die MT mit einem Heimspiel gegen den TBV Lemgo in die zweite Saisonhälfte. 3.531 Zuschauer waren in die Rotenbachhalle gekommen, darunter auch zahlreiche Lemgo-Fans. Doch der Großteil der Zuschauer wollte natürlich der MT den Rücken stärken. Das war in der ersten Halbzeit auch bitter nötig. Die MT wirkte unkonzentriert im Angriff, ließ sich immer wieder von Lemgoer Tempo-Gegenstößen überraschen und die Deckung war zu durchlässig. Mit 16:16 ging es in die Pause. Die zweite Halbzeit begann mit einem Fehlerfestival der MT. Gut, dass auch der TBV zu diesem Zeitpunkt wenig zustande brachte. Was folgte, war ein wildes Torewerfen auf beiden Seiten, bei dem vor allem Michael Allendorf und der TBV-Jungstar Finn Lemke glänzten. Allendorf war es auch, der MT mit einem verwandelten 7 Meter in der Schlusssekunde den glücklichen 33:32-Sieg sicherte. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Müsste es denn immer so spannend machen? Ja, wir wollen ja auch, dass die Zuschauer wiederkommen. Von daher ist es besser, wenn wir spannende Spiele hier haben. Was hast du denn gedacht, als du da 4 Sekunden vor Schluss zum 7-Meter-Punkt gegangen bist? Ja, erst habe ich gar nichts gedacht, weil es war ja eigentlich nichts anderes als davor auch den 7 Meter versuchen reinzumachen. Aber als dann die Zeit dann dreimal angehalten wurde oder so, da wurde es dann schon, hat es schon ein bisschen gekribbelt. Aber irgendwann muss man halt die Nerven behalten im Sport und wenn man wichtige Spiele gewinnen will. Und ich bin froh, dass es heute so funktioniert hat. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Ihr hattet auch einige Probleme, zum Beispiel in der Abwehr. Warum? Ja, weil da, ich glaube, ein 2,13 Meter großer Halblinker gespielt hat, der, glaube ich, 15 Tore gemacht hat und der an 12 Metern hochgestiegen ist und die Dinger in den Winkel geworfen hat. Da mussten wir uns erstmal was einfallen lassen dagegen. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir mit einem Tor noch gewonnen haben. Aber natürlich müssen wir noch mal gucken, wie wir da in Zukunft besser drauf reagieren. Auch im Angriff wirkt es phasenweise zu lässig und einfallslos. Habt ihr Lemgo unterschätzt? Nein, nicht unterschätzt. Also uns ist es auch ein bisschen schwer gefallen, wieder reinzukommen, weil wir auch jetzt eine lange Pause hatten. Viele verletzte Spiele, viele Spieler, die gefehlt hatten. Und deshalb war es wichtig, heute einen positiven Start hinzulegen. Dass es jetzt nur mit einem Tor geklappt hat, ist jetzt nicht allzu schlimm. Wir haben 2 Punkte und darauf können wir aufbauen. Und da holen wir jetzt unser Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. Und dann denke ich, dass es dann wieder leichter von der Hand geht. Lemgo hat ja auch eine sehr junge Mannschaft. Lag das daran, dass ihr vielleicht abgezockter wart, dass ihr das dann das Spiel nochmal drehen konntet? Naja, jung heißt ja nicht unbedingt schlecht. Also Lemke auf halb links ist, glaube ich, 19 Jahre erst. Der hat uns fast alleine kaputt geschossen. Von daher glaube ich nicht, dass das irgendwas mit dem Alter zu tun hat. Aber ja, vielleicht waren wir einfach abgezockter jetzt in der letzten Spielminute und haben da das Ding nach Hause geschaukelt. War spannend für die Zuschauer und wir haben 2 Punkte. Ich glaube, damit können alle zufrieden sein. Am Donnerstag geht es ja dann nach Hamburg. Wie schätzt du eure Chancen ein? Ja, wenn man den Kader vom HSV anguckt, dann sind trotzdem nochmal 2 Klassen Unterschied zu unserer Mannschaft von der Qualität her. Aber Lemgo hat auch dieses Jahr in Hamburg eine Überraschung geschafft und wir fahren auch gut vorbereitet zum HSV und gucken dann mal, was das Spiel so hergibt und vielleicht gelingt uns auch eine kleine Überraschung. Ihr hattet heute große Probleme, besonders in der Abwehr. Woran lag's? Ja, also ich sag mal, Lemgo hat sehr, sehr schnell gespielt. Also kaum eine Mannschaft in der Liga spielt die zweite Welle und dritte Welle so konsequent wie die. Und die hatten heute mit Finn Lemke einfach eine riesen Waffe aus dem Rückraum und mit der hatten wir große Probleme. Im Vorfeld haben wir uns alle gewarnt, wir haben uns intensiv vorbereitet und ja, ich sag mal, wir haben 33 Tore geworfen. Das ist eigentlich eine Angriffsleistung, die in Ordnung ist. Hätten aber eigentlich unter 30 kassieren sollen, damit wir unsere Quote halten. Ja, man hat heute gemerkt, dass ihr nicht so richtig im Rhythmus drin wart. Stimmte das? Gut, es war jetzt Winterpause und wir hatten sicherlich keine optimale Vorbereitung, weil einige Spieler weg waren oder verletzt. Und ja, deswegen, Trainer hat vor dem Spiel gesagt, wir müssen nicht schön spielen, aber gewinnen und das haben wir geschafft. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Leistung. Du hast echt super gespielt mal wieder. Seid ihr enttäuscht, dass ihr doch keinen Punkt heute holen konntet? Ja, wir sind sehr enttäuscht. Da kann auch eine einzelne Leistung ganz gut sein. Das ist dann egal. Wenn man mit einem Tor verliert, wie es da oben leider steht, ist man gefrustet und dann ist die Enttäuschung erstmal Fakt. Was hattet ihr vor dem Spiel von diesem Spiel erwartet? Das ist ein kampfbetontes Spiel, dass wir auf eine sehr, sehr harte Deckung streben. Und dass wir auf starke Einzelspieler treffen, die auch gutes 2 gegen 2 spielen mit dem Kreisläufer. Und darauf haben wir uns eingestellt. Das ist auch so eingetroffen. Du hattest öfter Pausen. War das aus taktischen Gründen? Ja, in taktischen Gründen deshalb, weil ich dann für die restliche Spielzeit dann wieder fitter bin.
wenn man mal kurz eine Minute runterkommt, dann ist es, glaube ich, besser. Und dann kann man hinten raus dann noch mehr frisch sein und dann cleverere Aktionen machen.